Hallo und willkommen zurück zur Harte Beer Gods. Man merkt es vielleicht schon, ich habe an meinem Mikro etwas verstellt, damit man mich ein bisschen besser versteht. Und ich würde sagen, das hat geklappt und ich hoffe, das hier klappt jetzt auch. Ja, komm her, Kleiner. So. Okay, der war jetzt daneben. Ich habe inzwischen auch rausgefunden, wie diese Spezialangriffe funktionieren. Mit der rechten Maus, das funktioniert das hier. Ja, wieder daneben. Und dann nochmal mit dem von der anderen Seite. Und dann noch ein paar Kohlköpfe zwischendurch verknusen. Damit wir auch genug Energie haben. Viele, viele gute Vitamine. Um gegen unsere Feinde. Die Wachen des Grafen Rimon. Ich sehe nichts. Oh, oh, oh. Ein Trank und noch ein paar Kohlköpfe verknuspern. Ah, super. Den habe ich nicht mal getroffen. Ja, komm doch her. Du Pfeife. Ich werde dich lehren. Und zwar von deinem Blut. Und ich krieg dafür nur Tomaten. Das finde ich aber gut. Dann mache ich hier noch kurz einen Quick Save. Und ich hoffe, wir kommen möglichst schnell mal von diesem Anwesen runter. Die Atmosphäre hier sagt mir jetzt auf Dauer nicht ganz zu. Aber das wird schon. Ja, komm doch her. Perfekt. Beide gleichzeitig getroffen. Wieder beide gleichzeitig getroffen. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Und bald gleichzeitig getroffen, obwohl die so weit auseinander standen. Dein Trank, noch ein paar Kohlköpfe. Und, ach, jetzt sind wir schon wieder voll. Ich wollte noch eine Nuss essen, aber... Das wäre dumm gewesen. Um nicht zu sagen, eine dumme Nuss. Eine dumme Verschwendung von Nüssen. Ich laber wieder hier das ganze Zeug zusammen. Das ist wirklich unglaublich. Gehen wir mal nach da vorne. Mach ein kleines Quick-Save. Ein Quick-Save. Und raus geht's hier. Frische Luft. Die frische Luft der Freiheit. Und ist nah an Todes. Und Insta-Kill. Diese Attacke ist wirklich cool. Das wird mein neuer Lieblingsangriff. Und ich muss euch sagen, ich habe das hier schon mal aufgenommen, aber die Aufnahme ist irgendwie kaputt gegangen. Keine Ahnung. Und was hat bei Fraps nicht gestimmt. Und dann konnte ich das nicht rendern und dann musste ich das nochmal aufnehmen. Allerdings nur die Flucht von Schloss Rimon. Die drei Folgen danach habe ich schon aufgenommen. Und die werde ich auch regulär hochladen.
während der Aufnahme ist mir auch noch die Platte vollgelaufen und einige Pannen kamen da aufeinander. Instakill. Trank. Und man kann aus dieser Gegend im Prinzip zwei Wege gehen. Allerdings, ich zeige es mal kurz, ist der Weg in der Richtung, in die ich jetzt gucke, keine Option. Ja, zum einen, weil er uns gar nicht wirklich dahin führt, wo wir hinwollen, zur Straße, zur Trunkenbeutel wollen wir, und da geht's schneller hier lang. Und so ist das, denke ich mal, auch beabsichtigt von den Machern. Deswegen gehe ich auch mal den vorgeschriebenen Weg. Speichern. So. Na, wer steht denn da? Sind das etwa unsere Fans? Alter. Stealth doch nicht so an mir vorbei. So, den hätten wir. Allerdings sollten wir jetzt mal ein paar Kürbisse knabbern und ein paar Nüsse benutzen, um diesen Bogenschützen kümmern. Ah, jetzt haut er ab. Ich lock den aber wieder zurück. Ich habe keinen Bock, den hinten zu bekämpfen. Stehen ja bestimmt wieder welche. Instakill. Ich liebe diese Attacke. Ich liebe sie wirklich. Und da werde ich mal kurz einen Schluck trinken. Okay. Das hätten wir. Kümmern wir uns doch gleich mal um den nächsten. Beziehungsweise um die nächsten. Ach, okay, das hätte ich mir auch aufsparen können. Ja, komm mal ran hier. Ah, habe ich doch noch einen erwischt. Nehmen wir den doch schon mal aus. Und der hatte eine Mönchsrose dabei, so wie ein paar von den anderen auch schon. Oha. Essen wir einfach mal ein bisschen vitaminreiches Gemüse. Oha! Das war aber hart. Der war aber. Nee. Nein, das sage ich jetzt nicht. Wo sind denn die nächsten? Ach, da vorne. Ja, der Weg hier raus ist jetzt nicht so leicht. Nicht so schwer, aber auch nicht ganz einfach. Da kann man schon teilweise ein paar Versuche brauchen, bis man das raus hat. Ja, sag mal. Instakill.
Insta-Kill. Danke. Ja, komm, fall doch endlich um. Mein Freund. Ui. Und da haben wir auch ihn umgelegt. Und zwar um die Ecke haben wir ihn gelegt. Nehmen wir dort mal den neuen Schild. Der ist etwas besser als der andere. Zwar um nicht viel, nicht um mehr als 0,1 Punkte, aber immerhin. Denn wir brauchen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Ja, da kämpfen ein paar Wachen. Das war knapp. Oh, wir haben nur noch 3 Kohlköpfe? Nee, 18. Nee, was? Ah, ach so, hä? Was? Okay, sind beide tot. Oder was? Oder wie? Und die haben Wolfsgebisse. Ist ja auch mal. Oh, ah. Eine Infanterie-Armbrust. Hm, schön. Fortliche Stufe 9. Die erreichen wir irgendwann mal. Nicht allzu fern liegt dieser Zeitpunkt. Dann können wir diese benutzen. Könnten wir. Ich weiß gar nicht, ob ich die beim letzten Mal auch gefunden habe. Wenn nicht, dann können wir die nicht benutzen. Und Insta-Kill! Habe ich schon gesagt, dass ich diese Attacke einfach liebe. Oh, wunderbar. Da ist keiner mehr. Und sehe ich da vorne und was? Ich höre auf jeden Fall Wölfe, die mich jetzt angreifen. Ja, schade, dass man die Wölfe nicht mit so einer Attacke umlatzen kann. Wäre irgendwie logisch, wenn man von oben sticht, dass man dann unten den Wolf trifft, aber so weit geht die Logik des Spiels nun auch wieder nicht. Schade. Eigentlich. Strange. Ich dachte, der Baum bewegt sich. Dann lege ich schnell noch ein paar Diebe-Sachen an, weil davon Diebe sind, die ich schnell mal beklauen will. Denn was soll man sonst mit ihm machen? Wenn nicht beklauen. Beklauen. Ist ja wie im Zirkus. In Mandit Stufe 3. Oh, der hat eine hübsche Rüstung an. Ich könnte natürlich versuchen, den umzulassen, aber. Nein. Ich will das nicht. Ich habe Angst. Ganz große Angst. Puh. Und da vorne ist auch schon der Wegweiser, der uns hier rausführt.
schnell noch ein bisschen Gemüse essen. Das ist gesund. Und wir haben keinen Kohl mehr. Der Helmut ist tot. Nehmen wir noch das Gebisse mit. Und dann hauen wir auch mal schon nächstes ab. Beziehungsweise jetzt beende ich die Folge. Und dann geht's mit der letzten Aufnahme, das heißt der nächsten Aufnahme, die eigentlich letzte ist, geht's dann beim nächsten Mal weiter. Also, bis dann.